Manche sagen, Abu Hanifa wäre schlecht. Abu Hanifa ist nicht schlecht. Abu Hanifa ist ein Imam. Und er ist groß, gelehrter. Millionen von Menschen in der Geschichte haben ihn bestätigt. Und die größten Gelehrten des Islam haben Abu Hanifa bestätigt. Nochmal die Regel. Kein Mensch ist fehlerfrei. Kein Mensch hat alles richtig gemacht. Und kein Mensch kann alles von der Religion umfassen. Ob das Abu Hanifa ist oder Schafi oder Ahmed. Es kann sein auch, dass Leute über Schafi schlecht reden. Deshalb, subhanallah, ich verstehe das nicht. Aber so ist das. So ist die Fitna. Du siehst einige kleine Kinder, der fängt an, über große Gelehrten herzuziehen. Das fängt bei den heutigen, dann bei den früheren Gelehrten und am Ende meistens verlassen diese Leute die Religion oder bleiben sie nicht auf dem richtigen Weg. Und wenn ihr danach sucht, dann werdet ihr bestätigen, was ich sage gerade. Aber die Sache ist klar bei den Gelehrten. Derjenige, der schlecht über die Gelehrten redet, verliert sein Leben, sein Dunya und sein Akhira. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.